Verband. Das ist gut, weil den habe ich gerade verwendet. Und so wie ich mich kenne, steige ich eh gleich wieder in eine Bärenfalle rein. Okay. Motorrad ist noch gut. Also jetzt wäre das nächste, eigentlich das nächstgelegene ist das hier, ne? Wir haben jetzt halt abends, 19 Uhr. Ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt die beste Zeit, ne? Trifft sich mit Eddie. Können wir hier hin? Schnellreisen? Nein, Schnellreisekosten 1,24 Galleon. Das Einzige, was ich machen könnte, es wäre Schnellreise dahin. Nachtanken und dann Schnellreise zu Eddie. Gutes Timing. Das sollte reichen, ja. Na, das geht doch ratzfatz. Oh, den Erfolg, das ist kein Leben. Rette 10 Überlebende, habe ich vorhin schon erwähnt, ne? Schneller. Aufmachen. Hey Deacon, hast du kurz Zeit? Wie geht's William? Hab ihn lange nicht gesehen. Wie es Boozer geht, wie uns anderen, Mann. Er überlebt. Ja, dann schlägt er sich besser als die meisten. Ja. Hör zu, du musst auf ihn aufpassen. Was meinst du? Ja, einen Arm zu verlieren ist hart, sein altes Leben ist vorbei. Er hatte kein tolles Leben, Eddie. Du bist sein Freund. Vielleicht der Einzige. Deswegen sollte ich bei ihr vorbei. Was? Bowser wird überleben, jetzt braucht er einen Grund zu leben. Okay. Fahre zur Position, ich muss arbeiten. Bowser geht's gut. Er wird überleben. Ja. So, warte mal, haben wir hier nicht? Kein Job verfügbar? Ich hoffe, du kaufst was. Hey, wie läuft's? Ja, ich kaufe Sprit, weil ich habe genug Geld. Okay. Schauen wir mal ganz kurz auf die Stories. Ich muss arbeiten. Okay, da kann ich nicht hinporten, ne? Doch, ich kann sogar schnell reisen. Na dann. Hallo, steigst du auf? Hä,
Hätte ich mir auch sparen können, ne? Das Aufsteigen. Ich mache dir auf. Hallo? Nicht mit dir, oder was? Wie läuft's denn so? Ich habe echt keine Zeit zum Quatschen. Okay, man sieht sich. Okay. Hey, Eddie, hörst du mich? Deacon, ich höre dich. Okay, also, ich glaube nicht, dass es ihm so gut geht. Keine Ahnung, ich mache mir echt Sorgen. Ich mir auch. Als er hier war, war er irgendwie wütend, deprimiert. Hör zu, ich habe ihn im Blick, ja? Ich werde schon aufpassen, dass er keine Dummheiten macht. Ich werde mein Bestes geben. Gut, mach das, Deacon. Das bedeutet ihm viel. Krankenstation Ende. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Etwa einen Monat. Jakob, aber nicht heute. Bin nicht in der Stimmung für deinen Schwachsinn. Ja, Buße, das ist schon hart, ne? Er kann halt jetzt nicht mehr einfach aufs Motorrad und losbrechen. Fahre zur Position eine Art Freak-Experte. Jetzt soll ich wieder zurückfahren. Na ja, dann fahren wir wieder zurück. Okay. Am besten hier. Genau hier. Ich weiß nicht recht, Mike. Da haben wir schon mal Leute verloren. Leute verloren? Wen? Wann? Vor ein paar Wochen. Torres und Evans. Auf der Suche nach Vorräten. Ich hab dir doch... Nein, verdammt! Hast du nicht! Doch, hab ich. Dass wir hinterher sind. Der Eingang verschüttet war. Die Bikes waren draußen. Überall Freaker. Weißt du? Ich weiß nicht mal, ob sie reingekommen sind. Was ist das Problem? Ach, wir... Wir gehen die Unterlagen durch, die aus Shermans Camp. Mhm. Da gibt's eine Mine, die eigentlich expandieren sollte. Ja, und da lagert bestimmt Sprengstoff. Ja, aber jetzt sagt Skizzo mir, dass wir da drin zwei Männer verloren haben. Hey, das habe ich nie gesagt, Mike. Okay, hör zu. Gib mir die Karte, ich hol den Sprengstoff. Keine ich Scheiße, Leute du. Und was zum Teufel? Du vertraust ihm, Mike? Ich tu's nicht. Sag mal. Wie viel zahlt Tucker denn so für eine Kiste TNT? Ruhig dich jetzt mal ab. Er macht seinen Job. Ach ja? Was macht er denn? Er bricht unseren Vertrag mit den Rippern, macht blau, hängt den Tag mit Ricky ab. Was hat er gemacht, hä? Was hast du gemacht, hä? Sitzt auf deinem Arsch und lässt die anderen arbeiten. Ich mache dieses Camp sicher. Keine Plünderer, Diebe und Drifter. Gut, Schluss jetzt. Schluss jetzt! Hey, du traust ihn nicht? Dann geh mit ihm. Aber denkt immer dran, alle beide, denkt dran. Wir gehören alle zum selben Camp. Alles klar, meinetwegen. Morgen früh steigen wir auf die Bikes. Wir fahren jetzt. Jetzt. Ja. Jetzt, mitten in der Nacht. Klar, jetzt ist es dunkel. Da sind weniger Freaks in der Mine. Oh, natürlich. Ach, als du blau gemacht hast, hast du schwarze Helis gejagt. Und jetzt bist du ein Freak-Experte, man ja? Man muss kein Experte sein, um zu wissen, dass Freaks nachts draußen okay, sind. Ja? Komm, okay, komm schon, das reicht!
Okay. Okay. Du willst jetzt los? Dann fahren wir jetzt. Aber das behalte ich. Grundgütiger. Hey, Babysitter spielen. Er hat seine Probleme, wie jeder von uns auch. Aber er macht seinen Job. Erzähl das Torres und Evans. Dick, ich schätze, ich will nur sicher gehen, dass er da unten in der Mine keinen Unfall hat oder sowas. Scheiße, Mike, für wen hältst du mich denn? Da bin ich mir immer noch nicht sicher. Wir sehen uns später. Scheiß Kerl. Hallo. Hey, Blair. Hallo. Wie läuft's so? So, laden wir nach. Sehr gut. Okay. Bitteschön. Gut. Na gut. Sprit werde ich eh keinen brauchen, weil wenn man zu zweit unterwegs ist, dann... Fahren wir jetzt hin? Zu einem Rennen Lucky zu Lucky Land. Lake. Weißt du, wo das ist? Ja. Ich warte dann auf dich. Versuch mitzuhalten. Hallo, ich stehe schon die ganze Zeit auf dem Gas hier. Deacon, bist du da? Hier spricht Lost Lake. Over. Ja, Ricky, was gibt's? Ich wollte dich besuchen, aber offensichtlich bist du nicht da. Skizzo und ich erledigen was für Iron Mike. Wir sind morgen zurück. Was gibt's? Ich wollte nur wissen, wann wir den Stromwandler reparieren. Ruft die heiße Dusche immer noch nach dir? So ungefähr. Wir sind morgen früh zurück, dann reden wir. Gegen Ende. Wo bleibst du denn? Was weiß ich, Bruder. Bringen wir es hinter uns. Die gehörten also Mikes Männern? Meinen Männern. Ja. Torres und Evans. Sie waren keine Drifter, aber sie waren oft in der Außenwelt. Dachte, die packen das. Da lagst du wohl falsch. Die wurden schon ausgeschlachtet. Die scheiß Plünderer sind überall. Skizzo, warum hast du das Zeug nicht mitgenommen, als du hier draußen nach ihnen gesucht hast? Weil hier zu viele Freaks waren. Deshalb. Wie die da. Nur viel mehr. Komm. Mike sagt, der Sprengstoff ist in Stahlkisten eingeschlossen. Irgendwo hier im Büro müssen die Boxschlüssel für die Kisten sein. Verdammte Krabbler. Ich hasse diese Scheißviecher. Da sind wir uns endlich mal einig. Ja. Das sind halt Schüsse. Hey, hier drüben. Ich glaube, ich kriege dich auf das Dach hoch. Bereit? Mit dir. Okay. Das waren wohl alle. Bist du okay? Ja, danke der Nachfrage. Soll ich da mal reinschauen? So. Skizzo! Die Luft ist rein. Gut, gut. Sieh dich um. Vielleicht findest du ein paar Fackeln. Warte mal, du hast keine Taschenlampe dabei? Doch, aber die Batterien sind leer. Die kriegt man in letzter Zeit fast nicht mehr. Zumindest keine, die noch Saft haben. Fackeln. Ich hab doch Fackeln. Skizzo! Ich hab Fackeln gefunden. Ja, versuch die Tür aufzubrechen. Ich komme und hole sie.
Hier gibt's Fackeln. Ja. Gib mir die Schlüssel. Was meinst du, die hier? Ja, Herr. Hey, 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 ich hab ne Idee. Du führst uns zu den Stahlkisten, ich schließe sie auf. Oder gibt's da ein Problem? Kein Problem. Aber verlier sie nicht. Hm. Ja, okay. Das werde ich mir merken. Ich hab sie. Dann mal los. Bin direkt hinter dir. Siehst du? Durch einen Einsturz blockiert, wie ich gesagt habe. Sieht aus, als könnten wir uns hier durchquetschen. Hilf mir mal. Hier, drück! Ich drücke! Klemm das unter den Stein da. Okay. So. Sieht das stabil aus? Stabil genug. Oh, na toll. Da freue ich mich drauf. Und denk dran, lass die Knarre stecken. Sagtest du nicht, es wäre alles sauber? Nein, das habe ich nicht gesagt. Im Ernst, wenn hier drin Freaks sind, dann reicht ein einziger Schuss, um sie alle anzulocken. Ich hab's jetzt gehört. Scheiße. Okay, der erste Erweiterungsbereich geht vom Hauptschacht ab. Los, hier lang. Bin direkt hinter dir. Ach, Scheiße. Da kommen wir nicht durch. Sieh auf der Karte nach. Ist da noch ein Tunnel? Ein Lüftungsschacht? Die Karte hier zeigt einen Verbindungstunnel. Er war wohl instabil. Sie haben ihn dicht gemacht. Wo? Hier hinten. Hier? Ja. Ja, sie haben ihn wohl verrammelt. Komm jetzt. Das sieht nicht gerade stabil aus. Ich dachte, das sagte ich bereits. Ich hab nur das. Du hast die Taschenlampe. Also hast du die Ehre. Ich hab eine Taschenlampe? Ach so, da. Vielleicht gibt's einen Grund, dass sie die Erweiterung nie fertiggestellt haben. Ich meine, eine Stange Dynamit scheint auszureichen, um das hier alles einstürzen zu lassen. So schlimm ist es nicht. Also für mich wäre das nichts. Ups. Bist du okay? Zum Glück nichts gebrochen. Gott. Oh, Scheiße, das war knapp. Ja. Dann haben wir jetzt keine Wahl mehr. Komm. Hier lang. Was machst du da? Wonach sieht's denn aus? Ich lege Fackeln ab. Warum? Du hast doch die Karte. Das ist ein verdammtes Labyrinth. Ich will wissen, in welchen Tunneln wir schon waren. Was? Sind das deine Leute? Ja. Taurus hat immer dieselbe Scheißweste getragen. Ich sagte immer, das grelle Orange bringt dich noch um. Hier drin war's wohl egal. Seinem Kumpel fehlt ein Arm, verblutet und hat Taurus eine Weile ernährt. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein, da gibt's eine Grenze bei mir. Ja, bei mir auch.
Bleib zurück. Die überlasse ich nicht den Freaks. Los, verschwinden wir von hier. Ja. Muss mich genau umschauen. Nein, nein. Ich muss wieder zurück. Na los, hier können wir uns durchzwängen. Ich folge dir. Das ist ganz schön eng. Geht es? Wer sitzt denn den ganzen Tag nur auf seinem Arsch rum, hä? Oh, sehr witzig. Komm. Okay, der erste Erweiterungsbereich muss hier um die Ecke sein. Wenn du die Karte richtig liest. Ich lese sie richtig. Siehst du? Hast du noch die Schlüssel? Ja, hier. Ich kann nur nicht schneller laufen. Nichts. Sie ist leer. Scheiße. Oh, entschuldige. Glaubst du mir nicht? Doch, das tue ich. Komm. Vielleicht ist alles an einem Ort. Verdammt. Sehen wir uns die andere an. Hier lang. Gehen wir zurück und sehen nach, ob es noch einen Seitentunnel gibt. Schizo, halt. Warte mal. Hier stimmt was nicht. Was? Was meinst du? Das ist nicht der Weg, den wir gekommen sind. Was? Meinst du, die Fackeln sind hierher gewandert? Vielleicht bin ich verwirrt. Nee, wir sind von links gekommen. Moment, warte mal kurz, verdammt. Das ist der Haupttunnel. Was? Das ist der Haupttunnel. Siehst du die Schienen? Da waren keine Schienen, wo wir rein sind. Was zum Teufel? Aber das sind meine Fackeln, verdammt. Wie sind die? Oh, da will uns jemand verscheißern. Los, hier lang. Halt, warte mal eine Sekunde. Ich kann nicht schneller machen.